Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. So, dann suchen wir uns mal wieder einen Erben aus. Wir haben die Wahl zwischen einem Zwergenlich, einer Barbarenqueen, einem Barbarenkönig, der sehr stark ist und keinen Fußpuls hat, und einem Licht, der keinen Fußpuls hat. Ich denke, ich versuche es mal mit einem Lichtzwerg. So, und wir haben ja auch noch gut Geld. Dann stecken wir davon mal was in Stärke und Leben. Und gucken mal kurz, sie hat ja was Neues, vielleicht was Interessantes Neues. Ah ja, nur die Hastrune. Die brauchen wir aber nicht unbedingt. Was könnten wir uns bei ihm eigentlich noch kaufen oder ausrüsten? Plus 25 und wir haben nur plus 15. Nix. Naja, gut. Wir haben ja, glaube ich, die Vampirrune angezogen. Ja, wir haben eine Vampirrune an. Hätten wir sonst irgendwas? Das macht den Schaden runter und braucht 15. Das hätten wir uns kaufen können, aber egal. Gut, dann geht's jetzt mal ab ins Schloss. Wieder Sharon Geld in den Rachen stopfen, das er gar nicht verdient hat. Der steht nämlich einfach nur da blöd rum. Und ich habe vergessen, mir das Upgrade zu kaufen, das Münzen mehr bringen. Aber macht nichts. So, einfach mal die hier hauen. Die blöde Guardbox wegmachen. Und den Haar hier weg. Und wir kriegen einen Haufen Mana, aber keine Liebchen. Ist ein böses Bild? Nein, bist du nicht. Ist auch nichts Böses. Wow, was war jetzt? Skill? Nein, das war eigentlich mehr Glück. Gut, gucken wir weiter. Raum. Aber direkt ins Spiel springen ist nicht gesund. Und auch wenn wir hier eine Vampirrune haben, sollten wir aufpassen. Also ich sind wir nämlich nicht unverwundbar. Oh, und den Flamelock können wir schon mal nicht mehr one-hitten. Aber alles Mobiliar zerstören, es könnte ja irgendwo Hühnchen drin versteckt sein. Und dann gucken wir mal hier rechts weiter. Aua, in den Eismagier reinzuspringen ist keine so gute Idee. Aber wenigstens geht diese Feuerspucker mit einem Schlag drauf. Hier geht es beides mal nach oben. Okay, da oben ist ein Raum mit einer Truhe. Da ist ein toter Zombie. Geld. Wir haben noch nicht besonders viel in diesem Run an Geld gemacht. Da oben ist ein böses Auge, was auf uns schießt. Und jetzt kommen da auch noch zwei Eismagier. Jetzt sind die Eismagier tot. Komm, schieß nochmal, dann töten wir dich und den auch gleich mit. Und wir haben schon 173 Lebenspunkte als Maximum. Und endlich mal Hühnchen. Hier gibt's nichts. Hier mal alles kaputt hauen, da ist nämlich auch noch Gold drin. So, dann haben wir ja nur die Wahl, nach hier zu gehen. Und hier bringt es uns was, dass wir ein Zwerg sind. Wow. Aua. Wobei es blöd ist, dass hier so viele von diesen roten Kugeln drin sind.
wir gleich hier noch einen reinspringen. Und dann in den Magier zweimal hintereinander reinhüpfen. Wow. Das hier bringt nichts. Und da ist, wäre der Boss. Aber nicht mit den Lebenspunkten. Nee, nee. Mal das Chicken einsacken. Wieder zum Eingang teleportieren und von da aus mal weiter Lebenspunkte sammeln. Mal gucken, dass wir nicht so viel einstecken müssen. Zwei leere Räume. Komm, Schmuckblut. So. Da sind schon mal ein paar HP mehr. 6, glaube ich. Oh, ein Vorratsraum. Sehr schön. Aber kein Hühnchen drin. Ich brauche Hühnchen. Gib mir Hühnchen. Das hier unten sieht mir ein bisschen zu gefährlich aus. Wow. Ja, da musste ich mich jetzt gerade etwas konzentrieren. Aua. Das wiederum war nicht so gut. Dass ich hier gleich sterbe, ist auch nicht so gut. So. Ich hasse diese Schnellfeuerkanonen. Aber ich mag Hühnchen. An den Übergängen dürfen wir... Oh, was für ein Blessing kriegen wir diesmal? Helios Blessing, das macht, soweit ich weiß, glaube ich, einen höheren Goldfund. Hier ist Chicken drin. Und nein, mit dem, was ich hier an Lebenspunkten habe, werde ich erst recht nicht zum Boss. Das Skelett hat zwei Hits ausgehalten. Okay, und da war ein 100 Goldmünzen Sack in dem Kronleuchter. Was gibt's hier oben? Skelette. Und solche Guardboxes. Ist ein böses Bild? Nein, bist du nicht. Und ja, die Gegner droppen jetzt halt ziemlich viel mehr Leben. Viel mehr Münzen, wollte ich sagen. Ah, das ist ja schön. Hier ist nochmal ein. Übergang gewesen, wollte ich gerade sagen. So, hätte mich der blöde Magier nicht unterbrochen. Und hier sind wir schon wieder im Wald, wo ich eigentlich nicht so unbedingt hin wollte. Aber ein bisschen Geld sammeln. Jetzt wieder ins Schloss zurück. Und hier mal reingucken. Aua. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Boss. Nein, definitiv nicht. Wow. Das war knapp. Aber wenigstens kriegen wir etwas Gold zusammen. Kommst du her? Vor allem, weil wir ja den Helios-Talisman haben. So, wo könnte ich denn noch lang? Da geht's nur runter. Na, da heißt es wieder, obwohl gehen wir mit dem letztlichen Lebenspunkt, den wir noch haben, mit dem Wald rüber. Wow. Wow.
Aua, dass ich das noch überlebt habe. Hier bist du. Schleime sind toll. Und mit Blut ins Gesicht ist nicht so toll. Okay, aber wir haben wenigstens wieder einen guten Run hingelegt. Stereo Blind und Zwerg. Dann nehme ich ihn mal. Als nächstes mache ich das Gold-Upgrade rein. Das Upgrade und dann noch mehr Leben, oder? Ich upgrade mal den Nave ab, um noch mehr freizuschalten. So, jetzt kann ich Potions verbessern, aber gut. Kaufen will ich mir jetzt erst einmal nichts. Ich will das Schloss locken. Denn ich will mich jetzt gleich zum Boss teleportieren. Und dem versuchen. So, hoch zum Boss. Die Boss-Truhen bleiben leer. Aber der Boss müsste jetzt kommen. Und als Zwerg dürften wir ihm leichter ausweichen, wollte ich gerade sagen. Wow. Ja, das geht so einigermaßen. Aber hier war springen eine blöde Idee. Wow. Langsam habe ich das raus. Wie das geht mit dem. Und wir haben ihn besiegt. Jawohl, der ist Bodenboss. Leider haben wir nur einen Teil des Geldes abbekommen, aber ja, unsere MP und HP wurden increased. Und das erste Ding an der Haupttür leuchtet. So. Dasselbe Schloss zu haben ist aber auch irgendwie doof, weil wir eben die Truhen nicht mehr nochmal öffnen können. Die sind alle schon geöffnet. Deswegen gehe ich jetzt gleich schon mal in den Wald. Zum nächsten Boss. Nein. Ich öffne hier nur die Truhen. Und gucke, ob ich noch etwas Gold zusammenkriege. Was ist in dem Raum? Noch mehr Gold. Sehr schön. Dann können wir ja demnächst den Licht upgraden. Na, hier oben gibt es ja auch noch was. Ja, 8 Goldmünzen kriegen wir. 8 Gold kriegen wir pro Münze statt 11. Aua. Ihr nervt. So, das Auge weg. Die Schleime sind eigentlich toll, weil die sich aufspalten, wenn man sie tötet und dann noch mehr Leben geben. Aber ansonsten. Alles eher nervig. Wow. Pferd. Wow, das war ein guter Crit. Das war nicht so schön. Und wir haben immerhin schon mal wieder 2000 gemacht in diesem Run. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr zusammen. Ist hier oben irgendwas? Nö. Hier kann man sich einfach nur als Zwerg durchmogeln. Oh, sogar einen Heilschrein kriegen wir. Und dann, was erwartet uns in dem Raum? Schüsse. Ja. Oh, das war knapp.
Das hätte mich jetzt treffen sollen. Nein, nein. Dafür trifft mich das zweite. Was ist das hier für ein Raum? Der gibt null Sinn. So. Die Ranke noch weghauen. Und dann mal hier weiter zurück. Ja, Tendenz ist gut. Wir haben den ersten Boss besiegt. Aber kriegen jetzt von Staffeln eins auf die Nase. Aber wir machen noch Geld. Wow. Hier drin ist auch nochmal Geld, auch wenn wir jetzt weniger machen als eigentlich wir machen sollten. Rentiert sich's doch. So müssten wir wenigstens den Boss nicht nochmal suchen. Und ist tot. Ja, wir haben den Boss getötet. Sehr schön. Wir können uns als nächstes einen neuen Erben aussuchen. Oh, ich würde mal sagen, entweder den Miner hier. Oder der ist so Stereo Blind. Der hat Torreit oder ist ein Zwerg. Den Zwerg will ich diesmal nicht unbedingt. Wahrscheinlich nehme ich mal den Miner für den Farm One. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dann.